Sehr geehrter Herr Kardinal Cordes, lieber Herr Kollege Müntefering, sehr geehrter Herr Harder, Herr Nuntius, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist jetzt schon einige Wochen her, als mich Kardinal Cordes, glaube ich, das erste Mal haben wir in Rom darüber gesprochen, dann aber auch noch später einmal hier, gefragt hat, ob ich sie vorstellen würde. Und ich habe gedacht, das ist eine große Ehre für mich, nicht für ihn. Und dann erfuhr ich, wer noch dabei sein sollte. Und da dachte ich, das kann nur einem Katholiken einfallen. Der Sohn eines Landwirtes und eines Handwerkers, ein Sozialdemokrat und ein Christdemokrat, das ein Sauerländer und ein Rheinländer, muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Das ist eine interessante Kombination. Gleich wie, es gibt aber etwas, was uns gemeinsam beschäftigt, trotz aller Unterschiede. Und das ist die Sorge, vielleicht auch die Mühe, um das, was unser Land zusammenhält. Die Sorge um unsere Institutionen. Die Familie, die Vereine, das bürgerschaftliche Engagement und um unsere Werte. Die Vorstellung davon, wie die Welt sein könnte und vor allem, wie sie sein sollte. Hans Müntefering hat einmal gesagt, Saatkartoffeln gehören in die Erde, nicht auf den Tisch. Das ist wohl eine sauerländische Lebensklugheit, etwas schöngeistiger, etwas klassischer formuliert und bei Ernst Wolfgang Böckenförde entliehen. Der freiheitlich säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Und ich füge hinzu, auch die Marktwirtschaft lebt von Werten, die sie selbst nicht schaffen kann. Und ehe Sie jetzt fragen, was das eine mit dem anderen zu tun hat, nun, meine Damen und Herren, bei uns gibt es viel zu lange schon Saatkartoffeln zum Mittag. Vielleicht liegt das auch daran, dass immer nur der halbe Böckenförde zur Kenntnis genommen wurde und dass seine Aussage verkürzt wurde auf ein Plädoyer, eine Art Plädoyer für Zivilreligionen, darauf, dass der Staat sich herauszuhalten hat aus allem, was mit den Grundlagen unseres Tuns zusammenhängt. Oder besser, dass er Solidarität organisieren muss, notfalls in einem überbordenden bürokratischen Versorgungsstaat. Doch das ist nicht nur ein Irrweg, das ist, meine Damen und Herren, fatal. Gesellschaft ist nicht berechenbar, nicht steuerbar wie eine Maschine. Und Solidarität, bürgerschaftliches Engagement, Helfen, ja Nächstenliebe, Caritas und Diakonie, das sind weit mehr als bloß pragmatisches Handeln. Ich bin zutiefst überzeugt, wer vom modernen, vom freiheitlichen, vom säkularisierten Staat redet, der darf nicht vom lieben Gott schweigen. Es gibt kein Helfen ohne Gott, schreiben Sie, Herr Kardinal. Wenn man will, ist das die zentrale Botschaft Ihres Buches. Nun weiß ich, meine Damen und Herren, was viele da wieder daraus machen werden, was dann sofort wieder der Satz kommt, das ist ein Schritt zurück hinter die Aufklärung, zurück hinter den säkularisierten Rechtsstaat, aber seien Sie getrost, das ist falsch. Denn dieses Buch ist eine eindrucksvolle Warnung vor einem überstrapazierten, einem falsch verstandenen Laizismus, auch einer falsch verstandenen Aufklärung von einem verweltlichten Staat, der den Menschen aus dem Blick verliert. Übrigens auch vor dem Glauben, Vernunft und Religion seien Gegensätze. Als ich das Buch Helferfallen nicht vom Himmel, Caritas und Spiritualität das erste Mal gelesen habe, da wusste ich ja ungefähr, was mich erwartete, weil das hatte der Herausgeber und über weite Teile der Autor, Kardinal Cordes, mir gesagt.
Und es war spannend zu lesen, vor allen Dingen, wenn man weiß, dass er es ja war, der auch die erste Enzyklika von Papst Benedikt dem 16. mitgestaltet hat, mitgestalten konnte. Das darf ich mir erlauben zu sagen, er würde das nie sagen, aber der Heilige Vater hat es im Geleitwort auch angesprochen, dargestellt auf jeden Fall. Ihm ist dieses Buch wichtig, das hat er geschrieben. Und es ist ein Buch, das man nicht nur durchblättert, sondern liest, weil es das, was in der Enzyklika, auch in einer wunderbaren Sprache geschrieben ist, nochmal erläutert, ergänzt, auch nochmal ganz konkret an praktischen Fällen orientiert, durchdiskutiert. Und wenn man dann denkt, es ist ein regierungsamtliches, würde ich in meinem Bereich sagen, weil es ja kirchenamtliches in dem Zusammenhang nicht gibt. Also so nochmal die Beschreibung, so wie wir das alle zu glauben und zu lesen haben, wenn man meint, das sei das Buch, dann ist man erstaunt, dass es ganz sicher religiös 100% korrekt ist, soweit ich das als Nicht-Theologe beurteilen kann. Aber es ist auch ein mutiges Buch, weil es darüber hinausgeht und weil es der Kirche auch etwas ins Stammbuch schreibt. Und ich will das für meine Wahrnehmung, und das ist jetzt ganz, ganz subjektiv, was jetzt kommt, nochmal zusammenfassen. Ich fand es hochspannend, das unter verschiedenen Aspekten von der theologischen Seite genauso wie von der kirchenrechtlichen Seite bereits angelegt im Geleitwort des Heiligen Vaters sehr deutlich gesagt wird, die Kirche hat drei Aufgaben. Gottesdienst, Liturgie, Verkündigung, Martyria und Nächstenliebe, Diakonie. Und nur wenn alles drei zusammen da ist, dann ist es das Ganze. Und es deshalb auch ausdrücklich geschrieben steht, dass der Heilige Vater karitative Organisationen nicht zum Beiwerk der Kirche erklärt, sondern zur ureigensten Aufgabe. Es gibt zwei weitere Texte in dem Buch, das eine von Kardinal Lehmann, der sich mit der Frage beschäftigt, ist eigentlich der Wettbewerb mit anderen, etwa kommunalen und privaten Anbietern, das, was in Zukunft von uns zu gestalten ist. Wenn man weiß, wie viele Menschen innerhalb der kirchlichen Caritas im weiteren Sinne beschäftigt sind, also in den Organisationen, die in Krankenpflege, in Pflege der Armen, in Pflege von Menschen, die alleine sind, tätig sind, dann wundert es ja nicht, dass das ein konkretes Thema ist. Und wir wissen aus der Politik, dass die Frage, wie die Arbeitsbedingungen in kirchlichen Einrichtungen sind, auch immer ein politisches Thema ist, weil da auch immer diskutiert wird, ob das nicht zu schlecht ist im Vergleich zu anderen Einrichtungen. Es gibt dann einen weiteren Text von Herrn Lütz, der auch im Vatikan in vielen Bereichen ehrenamtlich tätig ist und hilft und von Hause aus Chefarzt ist, eines kirchlichen Krankenhauses in Köln, der sich dann mit der Frage nochmal, und das kann er als Laie dann vielleicht auch noch ein bisschen pointierter machen, als Kardinäle das dürfen oder können oder wollen, dann das Ganze auch nochmal durchdekliniert, was das bedeutet. Ich fand es ganz spannend nochmal den Hinweis, warum im 19. Jahrhundert die Volkskirche entstanden ist, weil man sich in Krankenhäusern, in alten Einrichtungen und Ähnliches um die Armen und Notleidenden und Kranken gekümmert hat. Und wenn dann aber geschildert ist, was das heute unter den Bedingungen unseres Sozialstaates für Probleme macht, wie stellt man eigentlich sicher, dass in den kirchlichen Einrichtungen nur Katholiken, in den katholischen Katholiken, und das ist nicht diskutiert, aber das gilt natürlich für die evangelischen Einrichtungen genauso, tätig sind. Und die spannende Frage ist, stellt man eigentlich einen Spitzenarzt ein, das steht im Buch drin, ich will es deshalb sagen, weil ich es so schön deutlich finde, stellt man eigentlich einen Handchirurgen ein, der Spitzenleistungen bringt, dessen Ehe aber geschieden ist.